Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Nachdem wir dann gestern Abend tatsächlich gemerkt haben, welche Magie das Auffüllen bei diesem Spielmodus hat, haben wir uns dazu entschlossen, nicht aufzufüllen, Leute. Und mit Tobi wieder... Ich muss auf, wenn mein Dad kommt. Tobi, jetzt hör auf zu lügen. Dein Vater ist schon längst zu Hause. Warte. Und außerdem bist du alt genug, um lange zu spielen, wie du willst. Ich bin einfach gerade heimgekommen. Normal gibt es Mittagessen und ich muss mit meiner Familie essen. Tobi? Warte kurz, der ist draußen, nicht so schreien. Tobi? Leute, ich bin auch wieder dabei. Wir beide machen unangenehmerweise jetzt ein kleines Luftschiff-Battle. Und zwar gehen wir dafür nach Pleasant Park. Über das, die Pleasant Park meine ich. Okay. Und ja, ich glaube, wir haben beide extrem Bock drauf. Das Video haben wir tatsächlich schon mal aufgenommen. Ich kann euch so viel sagen, Tobi, ganz ehrlich, mein Luftschiff sah besser aus, oder? Meins war, okay, dein, ich wollte sagen, meins war aber praktisch, aber deins sah echt besser aus. Meins war auch größer und praktischer. Bin ich ehrlich. Ja. Also, ja, praktischer im Sinne von, weil du 50 Kilometer hattest, wo du mich klatschen könntest. Richtig, so, und du halt weiter geht's. So, also Leute. Weiter geht's. Tobi und ich werden uns, wie gesagt, mit dem Jagdgewehr duellieren, meine Freunde. Ihr könnt gerne wieder in die Kommentare schreiben, was wir sonst noch so machen sollen. Da haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall viele andere Sachen in den Kommentaren jetzt gesehen. Und dieses Lama steht hier vorne immer. Das ist so witzig, Alter. Willst du nicht mehr den Leuten sagen, was wir heute machen? Ja, wir bauen ein... Hab ich doch eben schon ein Luftschiff, Alter. Ja, aber du wolltest gerade wieder sagen. Es wird auf jeden Fall wieder eine kleine unangenehme Szene geben, wo Tobi und ich miteinander reden. Zwischen den Timelapses. Das muss leider sein. Ihr kennt unseren kleinen Autismus, der momentan vorherrscht. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal komplett beiseite. Tobi und ich beginnen jetzt zu bauen. Und ich würde sagen, auf geht's. Viel Spaß in der Timelapse. Und wir sehen Ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz. Kennst du das Lied? Nee, mach mir wieder geistkrank Sorgen um dich, Alter. Ich mach mir wirklich Sorgen um deinen psychischen Zustand. Ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz. Also Leute, wenn ihr wollt, dann... Kann ich mit Tobi auch mal zusammen zum Tierarzt gehen und gucken, dass ich das... Mann, Sebastian, ich bin gar kein Tier. Ja, aber du Dussel. Du verhältst dich gerade ziemlich animalisch, mein Freund, ja? So viel ist schon mal sicher. Ich baue mein Luftschiff aus Holz, Dorfkind. Ich bin ein ganz Macaroni. Und ihr stinkt nach Oh Mann. Junge, du hast mich so dumm gemacht. Nein. Doch. Nein. Okay, Sebastian. Doch. Nicht Döner, nicht Spaghetti, nein. 300 Kilogramm müssen es sein. Digga, ich war damals auf dem Campingplatz am Chiemsee, ne? Kleine Story. Okay, kommt ins Video? Die aber bitte nicht... Ja, die kommt ins Video. Okay. Es war einmal ich auf dem Campingplatz. Hä? Und da war so eine Hüpfburg, die war ab 12. Rate mal, wie alt ich war? 11. 13. Und dann, also ich habe da immer so gemuckt, ich habe mit meinem Brother immer Wrestling-Spielen da drauf gemacht. Und dann haben die uns immer runtergeworfen, weil wir anscheinend die Hüpfburg so kaputt machen. Ja, das war eigentlich die Story. Ja, und jetzt? Yo, bauen wir halt noch mehr nach, oder? Was? Hey, aber du kannst sagen, was du willst, aber meins sieht gerade echt cool aus. Ja, meins nicht, oder was? Junge, nur weil ich deins nicht erwähne, heißt nicht, dass deine Scheiße ist. Fühl dich mal nicht so. Ja, kann ich ja nicht wissen, Alter. Ich habe auch Gefühle. Meine Fresse. Okay, dann tut's mir leid. Das wusste ich nämlich nicht. Ja. So, Leute, die Dinger sind fertig gebaut. Wir haben es auf jeden Fall jetzt soweit geschafft, die Dinger stehen. Oh. Also, hier oben seht ihr Tobis hier, dann seht ihr hier quasi meins. Meins ist so ein bisschen Tobi, schöner. Schönes. Was? Du kleiner Hund. Was denn? Du machst schon wieder dasselbe, was wie letztes Mal. Wollen wir nicht einfach irgendwas anderes hernehmen? Ich finde kein Jagdgewehr. Hast du, ich hab für dich schon mal ein Thermogewehr. Davon hätten wir schon mal zwei Stück. Okay. Zwei Gold. Beide Luftschiffe sehen extrem geil und aus. Ich muss echt sagen, diesmal haben wir uns beide selber übertroffen. Meins halt nur ganz hinten nicht fertig, leider. Und Tobis ist an der Seite überhaupt nicht symmetrisch mal wieder. Hm. Ja, doch. Aber, ja, nee, komm, passt schon. Doch. Du baust das hier nie richtig fertig, ne? Also Leute, das hier ist meins. Das hier ist Tobis. Beide auf jeden Fall ganz schön. Wir freuen uns natürlich gerne wieder über eure Meinungen zu diesen Dingern. Aber votet für Ewi, weil er will, dass sein Ding gewinnt. So, weiter geht's, Leute. Ihr habt's gehört, Leute. Beide sehen auf jeden Fall richtig, richtig fesch und schön aus, Leute. Ihr seht das hier nochmal. Bam, 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 bam. Echt interessante Konstruktionas. Finde ich beide sehr, sehr schön. Und da geht auf jeden Fall ein bisschen ausgefallen, ne? Ja, meinst nicht, oder was, hä? Kannst für dich selber reden. Ich bin nicht deine Mutter. Was?
Sebastian, das wollte ich schon immer sagen. Du bist nicht meine Mutter? Okay, Tobi, komm mal zurück, Digga. Ja, ich komm mit. Thermal-Battle-Visierschlacht. Okay, Leute. Ich würde sagen, Tobi? Ja? Are you ready to rumble? Geh, 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 ready, ready. Okay, Leute, auf geht's, Tobi. 3, 2, 1 und go. Schuss und Feuer. Ah, oh, damn, das sind wieder viel zu viele Peak-Spots, Alter. Hä, was? Wo, ey, stopp. Wie hast du, woher wusstest du, hä? Ich hab dich da hochlaufen sehen. Also ich hab dich ganz kurz nur gesehen und ich hab predicted, dass du da hochläufst. Alter, dieser Headshot direkt, Junge. 30k ist ein Vater, Junge. Das ist sogar der editiert. Das war ein Hitty. Ein Hitty. Dein Hitty, ein kleines Hittchen. Oh. Digga, das ist aber schon geil mit dem. Oh, Junge, ich werd ein bisschen nervös. Ich bin nervös. Ja, okay. Ja. Nein. Ja. Ey, nee, Digga, doch. Nicht, ey, wenn, nee, komm, wir haben doch an, Schall, an Fallschaden, wir haben doch Tobi. Nee, wie 1-0. Och, Junge, sagen, Alter. Digga, nur weil ich meinen Jumppad nicht getroffen habe. Das ist wirklich lächerlich, Alter. Wenn du das jetzt als Punkt nimmst, Digga, das ist ein Punkt. Das ist einfach traurig, das ist wirklich traurig, Digga. Wirklich, das ist einfach traurig. Nein, das ist einfach traurig. Das ist ein Punkt. So, Leute, nächste Round. Du kleiner. Digga, ey, das ist doch nicht wahr, Alter. Jetzt aber. Boah, jetzt hör doch auf. Nein, Digga. Du bist 10. Boom, Junge, boom! 1-0. Ah, ne, 1-1. Entschuldigung, ich kann nicht zählen. Es war ein Versehen. Und? Du weißt ganz genau, wo ich bin, oder? Ja, ich hab deine Tür gesehen. Digga, komm, zeig dich doch. Ich hab grad nicht hingeguckt. Ich hab grad Fenster gewechselt. Und nochmal Fenster wechseln. Spaß. Oh. Alter. Oh, Digga, das ist echt das Hit-and-Run-Prinzip hier, Junge. Du musst peeken und dann weg. Weg, aber ganz schnell weg. Kollege, da hat jemand nicht mehr viel Leben, mein Freund. Kollege, woher? Oh. Woher, Kollege? Kollege, woher? Du hast auch nicht mehr viel Leben? Doch. Nein. Nein, hab ich nicht. Hä? Boah. Okay, was? Digga, was? Inhuman Reaction, sein Vater, Alter! Du kannst sagen, was du willst, der Schuss war der, Digga, ey, Tobi, Boss. Das Ding ist, bei mir war die Animation nicht mal fertig, ja, dass ich... Das war Ghost Peaking. Ja, okay, ey, stopp, hör auf, ey! Ey, Entschuldigung! Ja, Digga, Mann, jetzt muss ich nochmal umbringen, du Wichser! Nein, gib mir einen Hit, Nein, da bist du tot! Nein, Trottel, oh, scheiße, stimmt. Junge Mann, Alter! Yo, jetzt chill doch! Nee, du bist dumm! Du fetzt mich eh gleich weg. Ich hab 26 Leben, ich muss jetzt ein bisschen Defense spielen, weißt du? Ja komm, piek doch. Ja, wieso soll immer ich pieken? Wo war das? Das war unten. Ja, ich hab gar nicht gewusst, dass du einen unteren Teil auch noch hast. Das ist mir echt nicht aufgefallen. Opfer. 2-2. 2-2, Alter. Mann, Digga. Ich check. Noch 9 Minuten. Also ich finde, mit dem ist es cooler als mit dem Jagdgewehr. Es macht mehr Bock als mit dem Jagdgewehr, oder? Hab ich doch gerade gesagt, ja, hab oder? Ich doch schon gesagt. Meine Fresse, hab ich doch gesagt. Ey. Los geht's. Boah. Alter! Wenn du die Tür nicht zugemacht hättest, ich hätte dich so weggeklatscht, du kleines Stück Scheiße. Drückst du dich noch, oder? Nee. Ich hab den Airdrop getaggt. LOL! Digga, von wo? Ah, da. Junge, von wo? Du Ghost peekst. Doch, du bist ein Ghost. Digga. Junge, was hast du für Spots? Man sieht dich einfach nicht, du bist unsichtbar. Du bist blind. Ja, ich wollte gerade. Ja. Alter! Ich hab 28 HP. Was? Warum? Du hast mein Ding runtergeschossen. Echt jetzt? Digga, es ist ehrenlos. Ja, kann. Okay, das selber schuld. Ganz ehrlich, wenn du es nicht reparierst, Digga. Ich kann es nicht reparieren, weil ich nicht Team gewechselt habe. Ja, das ist ja nicht mein Problem, Tobi. Tut mir leid. Jetzt hat jeder so wenig HP. Wie steht's eigentlich? 2-2, ne? Ja, aber jetzt mache ich etwas, womit du gar nicht rechnest. Wow. War aber risky, du, Kollege. Boah, ich sehe dich kein bisschen. Ja! 3-2! Schätzelein, du bist 10. Guck mal, du zeigst dich halt nicht. Ich stehe immer voll offen da. Stehst du gar nicht, Alter? Ich hab dich die ganze Zeit nicht gesehen. Ich bin die ganze Zeit an derselben Stelle hier oben gewesen. War jetzt noch ein Kill. Wie ekelhaft du spielst. Oh! Oh mein Gott! Digga, was ist das für ein Spot? Das ist durch zwei Fenster. Wie ekelhaft. Das ist richtig krass, oder? Nein, das ist ultra scheiße einfach. Das ist richtig krass, habe ich gesagt. Okay. Junge. Ey, das ist. Yo, dein Schiff ist wirklich ekelhaft heute. Junge, ich piek die ganze Zeit offen.
Ich werde dich noch einmal hitten, mein Freund. Du wirst sehen, du wirst sehen. Du wirst mich nicht hitten. Ich werde dich sowas von hitten. Nee. Doch. Nein. Doch werde ich. Wo bist du jetzt schon wieder? Oh! Okay, du hast noch 3 Minuten zum Ausgleichen, Tobi. Digga, das ist unmöglich, Tobi. Alter. Ja, was soll ich denn machen? Nein! Nein! Digga, nein, ich bin in einem Jump. Okay, egal. Okay, einer noch. Digga, ey. Oh. Wenn ich dir einen noch hole, du wirst dich so hassen. Du wirst dich selber so hassen. Momentan. Ey! 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 Ich war noch nicht gelandet, mein Freund. Sorry. Gib mir einen Hit. Ja, nicht in den Kopf, Scheiße. Ey, du bist so unfair. Nein. Okay, du bist der ehrenloseste Spieler, den es gibt, Alter. Es ist doch klar, dass es wieder ausarten wird. Oh. Junge, ich kann da nicht durchschießen. Du kannst nur da rausschießen, aber man kann da nicht reinschießen. Oh. Ey, sag mir, wie ich das jetzt schaffen soll. Ich führe 2 Punkte. Du kleiner. Du führst 2 Punkte. Aua, wie konntest du mich im Sprung hitten? Ich bin ein Profi, Alter. Nein, das stimmt nicht. Doch. Hast du mit Fanette geredet? Ja, die haben gesagt, ich bin... Auf meine Treppe kaputt zu schießen. Mach ich doch gar nicht. Ich wollte gerade abdrücken, Digga. Ich wollte gerade abdrücken, Alter. Okay, 3 Sekunden noch, Tobi. Du hast 3 Sekunden Zeit. Oh, oh. Okay, aber wirst du nicht schaffen, wirst du nicht schaffen. Kann ich dich von der Luft wegklatschen? Nein, das ist unfair. Lass mich landen, bis ich meine Waffe hab. Nein! Das ist unmöglich. Oh, als ob du mich in der Luft noch getroffen hast, kleiner Pisskopf. Digga, was? Wie hast du mich genannt? Pisskopf. Oh, Alter! Boah, Formel 1, oder was? Ich bin ein Formel 1 Auto. Doch. Okay, letzter Kill entscheidet. Oh Gott, ist das knapp, Digga. Alter! Wie viel AP hast du? 26. Ich auch. Last Kill ist halt. Nein! Oh mein Gott! Leute, oh mein Gott. Die Zone kommt just im Moment. Das knappste Battle aller Zeiten. Leute, das war auf jeden Fall mit Abstand das Geilste, was ich jemals gespielt habe in meinem ganzen Leben. Es hat so Spaß gemacht, Alter. Die beiden Luftschiffe hier nochmal, ihr könnt sich anschauen, Leute, sie sind geisteskrank gut geworden, wirklich. Richtig, richtig geiles Ding gewesen. Richtig geiles Battle, Alter. Und es hat wirklich Spaß gemacht, Leute. Tobi? Ja? Ich glaube, dein Luftschiff, das fällt auseinander. Ja, ich glaube, deins auch. Oh Mann, das wäre... Meins hätte jetzt ist es weg. Alter, oh mein Gott, das ist geil. Das ich bin auf jeden Fall der Sieger. Nein, Spaß. Wir werden auf jeden Fall ein Rematch haben, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ne? Es ist geisteskrank, Digga. Wir sind die besten Fortnite-Spieler der Welt einfach. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, smackt den Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall beim lieben SK-Shot vorbei. Und damit sind wir raus. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.